Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Und nachdem wir in der letzten Folge Click-Clock-Foot betreten haben, den Frühling uns angesehen haben, gehen wir heute in den zweiten Teil der Welt, in den Sommer. Und wollen mal schauen, was ist jetzt im Sommer passiert. Es fängt damit an, dass unser Küken, Eiri, Raupen haben möchte. Er hat Hunger und wir sollen die bringen. Hier sind wieder die Pflanzen. Das Gras ist ziemlich hoch. Es ist auch gelb. Es ist ziemlich warm. Die Blätter sind gedeiht. Wir können jetzt an den Blättern hochspringen, wie ihr seht. Au. Und fallen wahrscheinlich wieder runter. Denn wir kriegen Schaden. Und hier im Sommer müssen wir natürlich auch so einiges erledigen. Wir haben hier Bienenschwärme, die hier rumfliegen und uns ein bisschen auf die Nerven gehen werden. Hier ist Gnauti, das Wasser ist runtergegangen, das haben wir am Ende der letzten Folge gesehen. Und wir können diesen Felsen ganz einfach entfernen, indem wir diesen machen. Gnauti freut sich. Und er sagt, komm herein. Problem ist nur, wir kommen hier nicht hoch. Das heißt also, wir müssen das später machen. Im Frühling kommen wir auch nicht rein, weil da der Felsblock noch da ist. Das heißt also, wir müssen das später machen. Wohl oder übel. Das ist sehr schade, aber da lässt sich relativ wenig machen. Weswegen wir jetzt hier einfach weitergehen. Und mal gucken, was hier noch so auf uns wartet, ganz einfach. So ein Stück weit, den haben wir vergessen. Ne, den haben wir nicht vergessen. Wir gucken einfach mal. Hier hinten war, glaube ich, noch eine Pflanze. Hier ist mal wieder ein Schädel versteckt. Ja, Leute, ihr seht schon, was das Problem ist. Wir müssen wieder als Biene erscheinen. Und diesmal will ich jetzt diesen Weg, den Baum hoch. Denn wir können es ja jetzt sind die Blätter groß. Wir haben hier ein Sprungfeld, auf das wir hoch können. Ich muss erstmal gucken, welches Blatt das war. War hier drüben nicht auch noch was? Nee. Wir müssen hier lang. Auf das Blatt. Hier drüben geht's weiter. Und ihr seht schon, ja, es ist eine gewisse Schwierigkeit, weil dieser Vogel dort im Weg ist. Wir müssen nochmal hoch. Bringt ja nichts. Ich versuche mal, das jetzt schneller zu lösen. Heißt im Grunde genommen, wir müssen einen beherzten Sprung machen und den Vogel gleich aus seinem Nest dort holen. Damit wir da hochkommen. Deswegen, dass es immer ein bisschen tricky ist. Aber diesmal haben wir es. Hier ist nämlich noch ein Sprungfeld, aber erstmal haben wir hier Puzzleteil Nummer 2 für diese Welt. Das nehmen wir erstmal grundlegend mit. Und hier geht's noch nach oben. Hier ist ein Blatt. Ich kann mich erinnern, hier war irgendwo noch was versteckt. Es kann sein, dass es auch in einer anderen Jahreszeit war, wie immer. Das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, das, was ich suche, ist in einer anderen Jahreszeit. Jetzt nochmal ein großer Sprung hier rüber. Jetzt könnte ich hier runtergehen. Natürlich, ich höre hier auch eine Raupe irgendwo. Da war noch ein Blatt. Ich will noch mal was gucken. Bevor wir jetzt hier hochspringen. Und damit sind wir nämlich schon in diesem Teil des Baums. Raupe Nummer 3 ist mitgenommen. Ihr seht schon, die Baustelle ist ein bisschen weiter gediegen. Das Häuschen wird hier schön gebaut. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich schon das nächste Problem. Da hinten ist ein Leben und da hinten ist ein Puzzleteil. Und das macht's nicht einfach, denn wir müssen einen beherzten Sprung machen und hier geht's verdammt tief nach unten. Aber ich probier's einfach. Und wir nehmen damit Puzzleteil Nummer 3 zumindest mit. Und jetzt müssen wir aber auch wieder zurückkommen. Das ist nicht ganz so einfach, wie ihr seht, denn wir fliegen ab. Genau auf die Plattform und genau neben die Pflanze, die eine Flugplatte unter sich hat, an die wir nicht rankommen werden. Was sehr schade ist,
aber da müssen wir leben. Ich gehe hier mal noch ein Stück weiter. Denn hier hinten war, glaube ich, noch was versteckt. Eine Raupe. Und hier ist der Schalter für den Herbst. Den werden wir aber später betreten. Wir haben die Tür zumindest schon mal geöffnet. Ach ja, die Raupe war da oben auf der Plattform. Da kommen wir jetzt nicht ran. Ich glaube sogar, da war eine Pflanze noch im Weg. Weswegen ich jetzt eigentlich lieber den Baum hochgehen würde. Damit wir... Obwohl, nein, ich gucke mal, ob ich an die... an diese Raupe rankomme, denn wir werden sie so oder so brauchen. Autsch, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt war ich zu sehr auf die Raupe forciert. Mal kurz runter gucken, ich sehe nichts. Mal Schritt vor. Ne, die Raupe ist nicht in der Pflanze, die ist neben der Pflanze. Das ist gut. Nehmen wir mit. Nummer 4, wir brauchen 5 Stück. Komme ich hier rüber? Ich komme hier rüber. Zu unserer Pflanze. Und seht mal an, wer hier gekommen ist. Es ist Gobi, der sich ein schattiges Plätzchen suchen wollte. Tja, Gobi, tut uns leid, aber du bist so nett und gießt unsere Pflanze. Nö, wir wollen nicht damit aufhören. Es tut uns ja leid, aber du bist halt nett. Es tut uns halt wirklich leid, Gobi. Können wir das nochmal machen? Nee, können wir nicht nochmal. Aber unsere Pflanze ist dadurch jetzt noch ein Stück weit gewachsen. Das war wichtig. Hier ist noch eine Raupe. Hier kommt noch ein Bienenschwarm auf uns zu. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß. Wir nehmen die goldene Feder mit. Zum Mumbo werden wir gleich mal noch schauen. Ob er uns zumindest... ob er uns jetzt gleich noch eine Biene verwandeln kann. Ihr habt ja gesehen, wir haben hier einige Pflanzen. Hier gibt es nur ein Sprungbrett nach drüben. Und noch eine Raupe. Ist noch runtergerutscht. Das war schmerzhaft. Raupe nehmen wir mit. Haben wir 6 Stück. Ist ja auch in Ordnung. Wir gucken mal rein. Und Mumbo Mumbo wedelt. Es ist zu heiß. Aber dann komm doch raus aus deinem Haus für ein Sonnenbad, sonst bringt das doch nichts. Also Mumbo möchte nicht uns verzaubern. Im Frühling hat er uns verzaubert. Jetzt möchte er uns nicht verzaubern, weil es zu warm ist. Ich meine, es ist verständlich, es ist Sommer. Ja, also hier ist es gerade Sommer. In dieser Welt. Ich kann es ja verstehen, aber... die Biene können wir gebrauchen. Und das ist das, was ich mit dem Hin- und Herrennen meinte. Mumbo möchte hier nicht zaubern. Im Sommer. Das ist eben genau das Schwierige. Wir gehen aber mal hoch. Wir gehen jetzt mal den regulären Weg nach oben. Ihr seht, hier ist es alles ein bisschen weiter gediegen. Blätter sind größer geworden. Hier ist noch eine Raupe, die nehmen wir gern mit. Wir müssen halt dauernd an dieser Pflanze hier vorbei. Das ist ein bisschen schwierig. Den Schädel da hinten nehme ich auch noch mit. Sehr, sehr gern. Ansonsten war hier auf der Seite jetzt nichts weiter. Wir gehen weiter. Und hier sind noch diverse kleine Vögelchen, die wir aus ihrem Bau holen müssen. Und jetzt sind wir am Bienenstock angelangt. Und ihr habt ja noch in der letzten Folge gesehen, dass die Bienen irgendwie gewarnt sind vor Banjo und alles. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, reinzugehen. Und werden uns das Puzzleteil holen. Na, Bienchen, wie sieht's aus? Sie sind offensichtlich nicht da. Obwohl sie schreien Alarm. Er will das Gold haben. Und ihr seht, was das Problem ist. Wir müssen jetzt die Bienen bekämpfen. Und die Bienen sind viele. Die Bienen sind verdammt viele. Wir müssen zusehen, dass wir die Bienen besiegen. Und nach Möglichkeit uns aber nicht treffen lassen, was verdammt schwierig ist. Und uns wehren. Aber wir haben sie. Auch wenn wir ziemlichen Schaden davon getragen haben.
Das war sowieso kein toller Job. Also ihr seht schon, die Bienen waren sowieso nicht so glücklich mit dem Auftrag. Deswegen sie vielleicht auch gerade ganz froh sind, dass wir das geschafft haben. Puzzleteil Nummer 4 ist damit unsere. Fehlen ja nur noch 6 Stück in dieser Welt. Ihr merkt, wie verteilt das ist. So, und jetzt haben wir riesengroßen Schaden gekriegt. Wir haben hier aber noch ein paar Honigwaben liegen, die wir gerade von den Vögeln noch bekommen haben. Nehme ich erstmal was mit. Sind wir wieder halbwegs auf dem Dampfer. Und machen uns weiter nach oben. Denn weiter oben erwarten uns natürlich noch ein paar andere Dinge. Wir waren zuletzt hier, wo wir sozusagen im Haus noch das Puzzleteil gefunden haben. Ihr seht schon, diese Baustelle ist auch so ein Stück weit weitergekommen. Wir müssen jetzt nicht mehr ganz so große Sprünge machen hier rüber. Wir kommen hier eigentlich relativ gut lang. Und ihr seht, auch hier wird was gebaut. Hier ist eine goldene Feder. Wohin das geht, wissen wir noch nicht. Hier oben sind ein paar Noten. Die würde ich gern noch mitnehmen. Weswegen ich das jetzt hier sehr gut finde. Wir haben 36 Noten. Ihr seht, wie verteilt das alles ist. Hier oben ist noch eine Raupe und noch ein Typ. Den nehmen wir auch noch weg. Raupe eingesammelt. Eier, weiß ich nicht, wie es aussieht. Sind wir eigentlich relativ gut dabei. Brauchen wir jetzt nicht im großen Stile. Wir gucken mal zu Nebnat rein. Wie es dem heute geht im Sommer. Oh Gott. Nebnat hat viele Eichen gegessen. Und hat für den Winter keine mehr. Oh oh. Da war jemand, glaube ich, sehr hungrig und vielleicht auch zu gierig. Auf jeden Fall, man merkt ihm an, dass er zu viel gegessen hat. Und ihm geht es wahrscheinlich auch nicht so gut damit. Aber auf jeden Fall, wir gucken hier rüber und ihr seht schon, wir müssen jetzt mit ein paar beherzten Sprüngen hier rüber. Das ist schwerer geworden, aber wir schaffen es. Und jetzt werden wir erstmal unsere Raupen los und füttern Eri, damit er seine Raupen kriegt, damit er sein Essen hat. 3 Raupen sind übrig. Und er wächst. Aber jetzt ist er auch satt und legt sich wieder hin. Und schläft eine Runde. Die restlichen Raupen, die wir übrig haben, werden wir noch benötigen. Sage ich jetzt schon so viel. Denn umsonst hätten wir nicht welche übrig. Und das wird dann noch lustig. Allerdings erst im Herbst. Ihr seht schon, auch die Baustelle hier ist weitergegangen. Hier ist wieder eine Pflanze. Diesmal ist kein Genio drin. Allerdings, hier, wie sieht es hier oben aus? Hier hat sich nicht viel verändert über den Sommer. In der Baumkrone. Außer natürlich diverse Schlabberdinger, die hier noch rumhängen. Da oben ist noch ein Leben. Das nehme ich gern mit. Ich glaube, hier dazwischen könnte man auch irgendwie hier auf diese Baumstämme springen. Allerdings kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was hier oben noch war, außer noch ein Leben. Also ihr seht schon, mit der Kameraführung ist das hier natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen ich jetzt mal gucke, dass ich hier rüberkomme. Aber hier war, glaube ich, nichts weiter. Und jetzt ist die Frage, mir fehlt hier noch was in dieser Welt. Auch wenn wir gerade ganz oben sind. Allerdings eine Sache glaube ich vergessen zu haben. Und das war ein Jinjo. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr genau, wo der war. Ich arbeite mich mal wieder nach unten. Sozusagen. In der Hoffnung, dass ich ihn jetzt auf dem Weg noch finde. Ich überlege schon die ganze Zeit, wo ich den vergessen haben könnte. Ja, ihr seht schon, es geht tief nach unten.
Wenn hier überhaupt ein Genio war. Aber ich glaube, es war hier einer. Denn uns fehlt der Gelbe, uns fehlt der Orange und uns fehlt der Blaue. Und jetzt bin ich nicht richtig abgesprungen. Autsch. Ah, das tat weh. Das tat ziemlich weh. Ja, der gelbe Genio. Ich dachte, der war hier im Sommer. Es passt ja auch farblich sehr, sehr gut. Aber ich kann mich, wie gesagt, nicht genau dran erinnern, wo der war. Deswegen ich jetzt nochmal hier gucke. Auch hier drüben. Denn hier an der Wand war ich noch nicht. Ach, hier hinten, guckt mal. Der guckt da raus aus dem Gras. Sehr gut. Genio erledigt. Und das war's im Grunde genommen auch schon für den Sommer. Denn hier ist jetzt erstmal nichts weiter versteckt. Wir könnten als Biene jetzt noch weitergehen, ja, aber noch einen Schädel holen, aber den brauchen wir jetzt gerade zumindest nicht. Was halt das Positive so ein Stück weit ist. Weswegen wir den Sommer fürs Erste abgeschlossen haben und jetzt mal übergehen zum Herbst. Autsch. Und im Herbst will ich denn mal gucken, was dort auf uns wartet. Denn nächste Jahreszeit, was ist passiert? Ihr seht schon, es ist alles rot. Eri hat Hunger. Will geschlagene 10 Raupen haben. Ihr habt's gehört. 10 Stück. Verfressenes kleines Vöglein. Aber wir haben jetzt hier die Laubhaufen. Die können wir hochgehen. Das ist sehr, sehr schön. Das gibt sozusagen dem Ganzen noch ein bisschen Freiraum. Hier ist schon eine Raupe versteckt. Wir kommen jetzt direkt an den Baum, indem wir hier hochgehen. Und jetzt kommt halt die nächste Schwierigkeit, weswegen ich das Level unbedingt heute gerne noch durchmachen würde. Hier sind die ganzen Noten versteckt im Herbst. Die Masse der Noten ist im Herbst versteckt. Das Wasser ist jetzt wieder ein bisschen höher. Wir können ja mal gucken, ob wir zu Norti mal in den Bau kommen. Denn das Wasser dürfte ja hoch genug sein. Und wir kommen rein. Zu ihm in den Bau. Er hat schon Monate auf uns gewartet. Das tut ja auch, uns auch leid, aber wir kamen nicht hoch im Sommer. Wir nehmen aber das Puzzleteil sehr, sehr gern mit. Puzzleteil Nummer 5. Die Hälfte dieser Welt haben wir. Und wichtig ist, hier oben sind noch Noten. Die müssen wir unbedingt mitnehmen. 39 haben wir. Ja, auf dem Bett war, glaube ich, nichts von ihm. Sonst war hier in dem Bau, glaube ich, auch generell nichts weiter. Aber die 2 Noten sind eben wichtig. Damit wir dann noch genügend Noten haben für die nächsten Türen. Das war's zumindest von dieser Seite. Wir werden mal hier noch so ein Stück weit weitermachen. Die Mücken, die sind natürlich hier ein bisschen nervig. Und ihr seht schon, in der Pflanze sind Noten. Das ist genau das Schwierige. Hier hinten war nichts. Wir müssen also als Biene nachher zurückkehren und noch die Noten einsammeln. Wir könnten es auch anders machen, indem wir auf die Pflanze springen von oben. Aber ich kann das ja mal zeigen, was das dann für Auswirkungen hat. Hier ist noch der orange Genio. Fehlt uns nur noch der blaue. Und ihr seht, Gobi ist noch da. Und Gobi werden wir jetzt nochmal schröpfen müssen im Herbst. Denn unsere Pflanze will ja noch weiter wachsen. Und es ist schon Herbst, wir müssen uns also beeilen. Und jetzt blüht sie endlich. Und daraus kommt ein Puzzleteil. Und er hat eine Idee. Er haut ab in die Lava-Welt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man Banjo-Kazooie spielt, welche Lava-Welt? Tja, das werden wir in diesem Spiel zumindest nie erfahren, welche Lava-Welt das ist. Denn die Lava-Welt existiert nicht in Grundylas Turm.
Sie existiert, aber nicht hier. Deswegen man da so ein Stück weit ganz einfach auf den zweiten Teil warten muss, auf Banjo-Tooie. Denn in Banjo-Tooie existiert die Lava-Welt. Und demnach auch Gobi. So viel sei schon mal verraten. Nein, ich lasse euch doch in Ruhe. Ja, wir werden es bitter bereuen. Das weiß ich doch. Wir nehmen doch die Hände weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Mit diesem beherzten Sprung auf die Pflanze. Ob das klappt. Kleinen Moment. Ihr seht schon, die letzte Note können wir nicht einsammeln. Und, oh nein, das habe ich so übertrieben. Die zieht ja mal zwei ab. Das heißt also im Grunde genommen, die Noten werde ich mal zwischen den Folgen einsammeln. Das ist sehr schade jetzt gelaufen. Aber ihr merkt, warum das eben so schwierig ist. War jetzt ein kleiner Suizid, das war nicht geplant. Ich wollte aber unbedingt Noten haben. Ja, ich weiß, dass wir noch Raupen holen müssen. Das weiß ich doch. Jetzt ist die Frage, haben wir noch die Raupen von vorher übrig? Das weiß ich nämlich nicht. Haben wir die Genius? Wir haben auch keine Genius mehr. Die muss ich also später holen. Ah, ist das ärgerlich. Als Biene muss man das dann lösen. Ich würde gerne nochmal hier raufklettern. Bevor ich sozusagen die Folge beende. Oh nein. Aua. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade sehr unkonzentriert. Das ist sehr, sehr schade, aber ich glaube, es wird auch langsam Zeit, dass wir das hier so ein Stück weit anderweitig machen. Ich höre eine Raupe. Ich will nur noch mal kontrollieren, haben wir die drei Raupen von vorher noch? Nein, haben wir nicht. Das ist ärgerlich. Aber vielleicht finden sich noch 10 Raupen in dieser Welt. Unsere Pflanze ist nicht gegossen, sehe ich gerade. Das müssen wir jetzt unbedingt noch nachholen. Obwohl ich ganz genau weiß, in der nächsten Aufnahmesession... Was denn das jetzt? Müssen wir das, glaube ich, sowieso nochmal neu machen. Deswegen werde ich es so machen, in der nächsten Folge werde ich vorher ein bisschen sozusagen vorproduzieren, werde so ein paar Sachen vorbereiten. Vielleicht gehe ich nochmal in die Rusty Bucket Bay und hole noch alle 100 Noten. Das weiß ich noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall, so viel sei gesagt, wir werden das mit Clicklockwood noch irgendwie lösen, denn ihr seht, wie zerfahren das natürlich in dieser Welt ist. Und das kann man natürlich alles nicht so einfach in einem Ritt hier lösen, weil man hin und her muss. Ich kann versuchen, nochmal die Pflanze raufzuklettern. Normalerweise macht man das anders, indem man von oben sozusagen draufspringt auf die Pflanze. Wenn man jetzt nicht unbedingt als Biene raufkommen möchte. Allerdings ist das schwieriger als erwartet. Deswegen, ich habe das noch nie probiert, mal so die Pflanze hochzukommen. Denn ich glaube, spätestens an der Blüte würden wir hängen bleiben. Ja, ihr seht die Grenze dessen, wir kommen nicht hoch. Na, auf jeden Fall. Werden wir mal schauen in der nächsten Folge, dass wir hier noch ein paar Puzzleteile einsammeln, möglichst alle 100 Noten. Ich werde das so ein Stück weit vorbereiten. Es war jetzt ein bisschen dumm von mir, dass ich das mit der Pflanze so übertrieben habe, obwohl ich es eigentlich nur zeigen wollte. Aber wir werden ganz einfach sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!